Ja. Ich möchte mehr über den Krieg des zerbrochenen Steins hören. Es war der erste Konflikt der ursprünglichen edirischen Siedler und den Glafantanern. Er begann 3 Jahre nach der Kolonisierung, als ein paar Bauern einen Adramen hier umstießen, der zu einer vitalischen Ruine gehörte. Der Krieg dauerte zwar nicht lange, aber er weitete sich schnell aus und kostete Tausende das Leben. Während der ersten paar Wochen wussten die meisten Kolonisten nicht einmal, dass sie sich im Krieg befanden, bis die Glafantaner-Plünderer ihre Dörfer überfielen. Vorher hatte es nur kleine spontane Scharmützel zwischen den Kolonisten und den Einheimischen gegeben. Dieses Vorgehen aber war organisiert. Es steht außerdem für den Beginn jahrzehntelanger Gewalt zwischen den Kolonisten und den Glafantanern. Wie du sehen kannst, ist der Dürrwald voller Geschichte, selbst in kleinen Dörfern wie diesem. Erzähl mir von dem Krieg der schwarzen Bäume. Er begann ganz zur Zeit der Kolonisierung, fast 30 Jahre nach dem Krieg des zerbrochenen Steins. Obwohl es noch immer hier und da zu isolierten Konflikten zwischen den Siedlern und den Glafantanern kam, hatten beide Seiten offiziell ein Friedensabkommen geschlossen. Admeas Vater Endrang Hadred war zu jener Zeit der Gräf. Als Teil der Friedensverhandlungen hatte er Verträge unterzeichnet, die edirischen Kolonisten das Plündern ingvitanischer Ruinen verbot. Die Versklavung gefangener Glafantaner allerdings hatte er nicht ächten können. Was ist denn ein Gräf? Ein Gräf ist ein Gouverneur einer Kolonie und dient in dieser Funktion dem edirischen Kaiser. Alle früheren Anführer der Edir-Kolonie im Dürrwald, einschließlich Edrang und Admet Hadred, waren Gräfs. Zu Beginn des Widerstandskriegs erklärte sich Admet Hadred selbst zum Duke eines unabhängigen Dürrwalds, anstatt weiter Gräf einer Kolonie des Kaisers zu sein. Dieselbe Bezeichnung wurde für die Anführer der erst kürzlich unabhängig gewordenen Valianischen Republiken benutzt. Wie auch immer, seit dieser Zeit haben wir keinen Gräf mehr gehabt. Aha. In der Tat, dass Glafantaner weiterhin als Sklaven genommen wurden, verhinderte eine Entspannung des Konflikts. Als kaiserliche Agenten mit Unterstützung bestimmter Grafen im Dürrwald wieder mit der Plünderung der Ruinen begannen, spitzte sich die Lage zu. Das Kaiserreich hatte Hadreds diesbezüglichen Verträgen im Grunde genommen nämlich nicht zugestimmt und die kürzliche Sezession der Valianischen Republiken zeigte ihnen wahrscheinlich die Dringlichkeit auf, Hadreds Position zu schwächen. Die Plünderungen entfachten unter den Glafantanern einen brutalen Sklavenaufstand und einen Guerillafeldzug. Da Edrang Hadred zu alt war, um die Truppen in die Schlacht zu führen, schickte er seinen Sohn Admet. Admet traf eine kostspielige, aber wirksame Entscheidung, die den Krieg schneller beendete, als jedermann gedacht hätte. Er brannte den Wald nahe des Flusses Iskeien nieder, um die glafantanischen Kampfverbände am Rückzug zu hindern. Tausende Glafantaner starben und als Admet seine Taktik der verbrannten Erde in den darauffolgenden Monaten wiederholte, zermürbte er den Rest ihrer Truppen. Bis heute, 150 Jahre später, gibt es manche Gegenden im Dürrwald, wo die Bäume nicht mehr sind als kahle, verkohlte Baumstämme. Ja, haben wir schon gesehen. In den Schwarzauen zum Beispiel. Dann lebt mal wohl. So, wir sind hier. In der Küche. Was hast du in der Küche verloren? Dengler wird dir schon Essen und Trinken geben. Mhm. Eon, hi. Ah, du bist es. Ich danke dir, dass du mir mein neues Leben geschenkt. Du hast mir ein neues Leben geschenkt und ich werde es nutzen. Ich habe jedem hier erzählt, wie du mir geholfen hast. Dorf Dürfurt bin ich noch neutral. Mhm. Aber habe ich jetzt auch. Dürfurt, ich bin wohltätig. 4, hui. Gut. Ganz. Hallo, Dengler. Der Schankwirt fährt mit einem schmutzigen Lappen in einen Krug hinein. Seine unter dichten Augenbrauen liegenden Augen sind müde, aber trotzdem wachsam. Als du dich dem Tresen lässt, liegt er dir kurz zu. Kaum Reisende hier in letzter Zeit. Kann ich dir mit etwas helfen? Um was ging es bei dem Wortwechsel mit dem Edelmann? Er schaut vom Polieren seines Biersiedels hoch und blickt finster in Richtung des Fürsten. Die Leute hier sind anständig, sie kümmern sich um ihre eigenen Kram. Wenn du in deine Nase hineinstecken willst, dann rede doch selbst mit ihm. Ich habe Fragen über Dürrfurt. Er fährt mit dem Lappen um den Rand des Kruges, dann fange an.
Weißt du irgendetwas über eine nahegelegene invektadische Ruine? Ich weiß, dass man besser einen großen Bogen darum machen sollte. Es bringt nichts, die Glafantaner zu verärgern, indem man auf ihren heiligen Boden herumstampft. Aber wenn du dein Wissen so stillen möchtest, dann rede mit Beotmar. Du findest ihn im Tempel in nordwestlicher Richtung. Hast du eine Orladerin namens Nifrin gesehen? Er nickt mit dem Kopf in Richtung Treppe. Ganz schön nervös, die Dame. Erzähl mir was über das Dorf. Geh von einer Brücke zur nächsten, dann hast du es gesehen. Wir sind stille, hart arbeitende Leute. Wir bleiben unter uns und lassen uns nicht gerne herumschubsen. Er starrt den gut gekleideten Mann an, der etwas abseits steht. Hier stand einst eine Burg, wurde von irgendeiner Familie ätherischer Teins in den Anfangszeiten des Kaiserreichs gebaut. Nur ein Turm davon steht noch und der gehört jetzt zur Trigids Laden. Wenn dich das so interessiert, könnt ihr dir City Badedam Feuer das Garn dazu spinnen. Wer lebt denn alles in Dürfurt? Nicht mehr viele, ist nur schwer, die Leute zum Hierbleiben zu bewegen, wenn alle nur hohe Geburten bekommen. Ein paar aber sind geblieben und machen hier ihre Geschäfte. Trigil ist ja Ledergerberer, Hendia stellt Tränke her und Winfried betreibt den Dorfladen. Humbald ist ein Schweinebauer, oder war es zumindest. Erzähl mir von Trigil. Er ist ein Gerber, er bearbeitet Leder und fertigt Rüstungen und ein paar andere Waren daraus. Das Problem dabei ist nur, dass der Gestank von Teig und Hirschscheiße die Leute den Appetit verdirbt und sein Laden ist gleich nebenan. Ja. Was hat Hendina für eine Geschichte? Die Frau ist geschickt mit Tränken und Breiverbänden. Die Frau? Eine Frau, die geschickt mit Tränken und Breiverbänden umgehen kann. Habe gehört, dass sie einem Lindwurmnest in Schwierigkeiten geraten ist. Ihr Kahn steht am östlichen Ende des Dorfes. Und Winfried ist schon länger als ich hier. Ganz netter Kerl, aber wenn er mal zu reden anfängt, hört er so schnell nicht mehr auf. Sein Laden ist auf der anderen Seite des Dorfplatzes. Ich nehme mal an, Rumbalds Schwein ist irgendwas zugestoßen. Der verlaute Oger hat sie geholt. Jetzt quiekt er mehr, als seine Herde es jemals getan hat. Er zuckt mit den Achseln. Verdammtes Pech. Lass uns zu meinem vorherigen Fragen über Dürfur zurückkehren. Er fährt mit seinem Lamm in den Rand des Kruges, dann fang an. Du hast gesagt, hier kommen nicht mehr viele Reisende vorbei. Natürlich nicht, warum sollten sie hierher kommen? Wir haben Banditen auf der Straße und den Oger im Wald. Was dieser närrische Quasselkopf von Rumbold auch erzählen wird. Noch schlimmer aber ist, dass es hier schon seit über einem Jahr kein gesundes Kind mehr geboren wurde. Die meisten Gestandenen sind hergekommen, die hergekommen sind nur auf der Durchreise, die hierher kommen. Ach ja, der Oger. So nahe der Siedlung sieht man sie normalerweise nicht. Oger und Gestande passen nicht so gut zueinander. Hässliche Bastarde, aber sie sind schlau genug, um das zu wissen. Wenn du Wehrwichten wissen möchtest, musst du mit Rumbald sprechen. Sein Bauernhof liegt südwestlich von hier. Ich möchte dich noch was anderes fragen. Ich suche ein Gästezimmer. Mach auf jeden Fall dein Fenster zu, falls dein Zimmer auf Trigels Laden zugewandte Seite liegt. Also, alte Stallungen bringt uns gar nichts. 2 Gewandtheit und 6 Schadensreduktion. Ein Macht, 2 Verfassung und Schaden gegen Bestie. Ist nicht mal schlecht. Drachenhöhle, 2 Macht, 2 Verfassung, 2 Intellekt. Nehmen wir die erstmal rasten. So, und wer ist aufgestiegen? Kanna. 6 Punkte Wissen ist er schon sehr hoch. Dann kriegt er einen Punkt in Überleben. Beschwörungen beim Klang seiner Stimme. Lebfeinde, mein Sohn. Wolfersteuer Seelenfragmente, um 2 Nirrlichter zu erschaffen, die für die Gruppe kämpfen. Wird dazu, dass Feinde im Wirkungsbereich verschreckt sind. Ist nicht schlecht. Verringert die Dauer von und die Verteilung gegen behindert, bewegungsfähig, gelähmt, bla bla bla. Liebhaber rief zu seinem Geliebten, ich bin dein. Bewegt etwas tief im Inneren vom Feind im Wirkungsbereich, wodurch diese bezaubert werden. Ja, das wäre nicht schlecht. Der Säger erschafft 2 reflektierende Strahlen aus purem Licht. Verbündete, die von ihm getroffen werden, regenerieren Ausdauer. Und verhalten die Modalität gegen die Wirkung verängstigt und verschreckt. Bezaubert ist gar nicht mal so
Schlecht. So, und jetzt noch ein Talent. Geliebte Geister. Verbessert die Verbindung des Sängers zu den von ihm genutzten Seelenfragmenten, wodurch die Heilfähigkeit der uralten Erinnerung erhöht wird. Plus Ausdauer. Offensiv, defensiv. Jäger der wilden Schaden gegen wilder empfindlicher Angriff. Durchdringender Schuss. Brauchen wir auch nicht. Defensiv. Oder Unterstützung. Schuss aus der Bewegung. Wunderarzt und Pflege. Nehmen wir einfach mal geliebte Geister. So. Yes? Ich hab zwar keine Ahnung, was geliebte Geister ist. Ah, geliebte Geister. Ach nee, modifiziert und uralte Erinnerung. Uralte Erinnerung. Muss Gesang einstimmen. Wirkungsbereich, bla bla. Verbündete im Wirkungsbereich kriegen Ausdauer. Ja, ist nicht mal schlecht. I'm here. So, wir könnten jetzt erstmal hochgehen, aber wir könnten auch erstmal mit Fürst Harun reden. Der Mann trägt Ornat im idyllischen Stil, einfach aber doch elegant. Seine edlen Lederschuhe sehen eher wie Hausschuhe aus, aber sie sind trotzdem schlammverkrustet. Er zerrt an seiner Haarlocke, die um seine seidenbeschuhten Finger gewickelt ist. Über seine noblen Züge hat sich der Schatten der Angst gelegt. My child is out there. Do they not understand? Mein Kind ist dort draußen, warum verstehen sie das nicht? My lord, we're doing everything we can. Unfortunately... These villagers. Mein Fürst, wir tun, was wir können. Leider sind diese Dörfler. Beasts take them all. I don't care how you do it, but find her. Erwischt sich ein paar Strähnen aus dem Gesicht. Die Biester sollen sie alle holen. Wie du es anstellst, ist mir egal, aber finde sie. Ich habe gehört, wie sie mit dem Schankwirt streiten. A petty, small-minded man, just like the rest of them around here. I've been paying him an honest fee for board and bed, and yet he can't be bothered to stir himself to concern for my Alice. Ein belangloser, kleingeistiger Mann wie der Rest von Ihnen hier. Ich habe ihn für Unterkunft und Verpflegung vernünftig entlohnt, und trotzdem scheint ihn das Schicksal meiner Elis nicht zu interessieren. Eigentlich schien er mehr wütend auf sie zu sein. Ihr Kind ist verschwunden. Yes, Lady Alice, my daughter. Ja, Lady Alice, meine Tochter. Er zupft an den Fingerspitzen seiner Handschuhe. I've asked around, but nobody in this mud hole has any concerns beyond their swine. They turn my men away like beggars and seem downright pleased to be of no use. But you, you're not one of my soldiers. And you look like you're used to getting your hands dirty, if you don't mind my saying so. Ich habe herumgefragt, aber die Leute in diesem Schlammloch scheinen sich nur um ihre Schweine zu kümmern. Sie weisen meine Männer wie Bettler ab und scheinen großen Gefallen daran zu finden, nutzlos zu sein. Aber du bist keiner meiner Soldaten. Außerdem siehst du danach aus, als ob du es gewohnt seist, dir die Hände schmutzig zu machen. Ich hoffe, dich stört meine Beobachtung nicht. Sein Wächter beugen sich herein. Mein Fürst, ich... Harald hebt eine Hand, um den Mann zum Schweigen zu bringen. Solltest du sie finden? Er knabbert am Daumen seines Seidenschanzschuhs herum. Sag ihr, dass ich nicht böse auf sie bin. Sie kann zurückkommen und dann wird alles gut sein. Ich will nur sicher gehen, dass Alice mein Kind in Sicherheit ist. Nichts in der Welt bedeutet mir mehr. Erzählen Sie mir von sich. I'm Lord Nestor Harren of Defiance Bay. My family has been prominent there since Imperial times.
Our primary estate is on the outskirts of Brackenbury, but we have holdings in New Haomar as well. Those went to my sister and her husband. Ich bin Fürst Nestor Haron von Trutzbucht. Meine Familie ist dort seit der Kaiserzeit sehr bedeutend. Unser Hauptsitz liegt am Stadtrand von Farnheim, aber auch in Neu-Heomar haben wir Besitztümer. Letztere ging an meine Schwester und ihren Ehemann. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen über Ihre Tochter stellen. Of course.